Das letzte IDM-Rennen der Saison 2011, das ist das Rennen der IDM Sidecar hier bei der achten und letzten Saisonstation, und zwar auf dem Hockenheimring. Also, es geht um die Meisterschaft in der IDM Sidecar. Es bleiben nur noch zwei übrig. Das hat sich ja die gesamte Saison über schon abgezeichnet. Entweder Pekka Päivärinta und Adolf Henny oder Kurt Hock und Enrico Becker. Das schauen wir uns jetzt also an. Hier nochmal die Videoübersicht. Die IDM Superbike, da gab es ja diesmal nur ein Rennen. Das Ganze finden Sie also in einem Video zusammengefasst, warum das so kam, und ein Abschlussvideo zur Saison 2011. Das wird ebenfalls hier noch zu betrachten sein. Jetzt allerdings der Fokus voll und ganz auf der IDM Sidecar. Wir gehen rein in die Startaufstellung, haben ganz, ganz vorne Pekka Päivärinta und Adolf Henny, die alten und neuen Seitenwagen-Weltmeister. Sie führen auch in der IDM Sidecar mit 15 Punkten Vorsprung und hatten hier die Trainingsbestzeit 1:31.692 und damit gleich mal vor den Zweitplatzierten, vor Kurt Hock und Enrico Becker, die hier auf 2 stehen in der Startaufstellung, 2,196 Sekunden Vorsprung. Also eine ganz, ganz klare Angelegenheit war das im Training, und wie das hier im Rennen aussieht, das sehen wir also jetzt gleich. Auf Position 3 die Startnummer 13, Robert Zimmermann und Mike Ziegler, die kämpfen ja noch um den dritten Gesamtrang gegen Mike Roscher. Allerdings, der kann hier nicht teilnehmen, und deshalb gab es auch in der Startaufstellung ein paar Verschiebungen. Kommen wir dann allerdings auch nochmal drauf. Michael Grabmüller und Axel Kölsch, das österreichisch-deutsche Gespann in Sachen Kawasaki unterwegs. Also fünfter Platz auf dem Red Bull Ring. Davor lief es ja zweimal alles andere als gut für die beiden. Nachgerückt von Position 6 auf 5, das sind Jakob Rutz und Uli Wefler mit der 56, 4,292 Sekunden allerdings schon der Rückstand. Wie gesagt, Rang 5 in der Startaufstellung wären ja eigentlich Sechste gewesen. Und genauso nachgerutscht sind auch alle Folgenden, nämlich André Kretzer und Jens Lehnerts mit der Startnummer 8. Die beiden hier zusammen unterwegs, nachdem André Kretzer den letzten 4 Rennen aussetzen musste, ja eigentlich mit Adrian Kretzer in die Saison gestartet. Stefan Kieser und Sandro Micheletto mit der Startnummer 6, sie auf Position 7 hier in der Startaufstellung. Und wir schauen auch noch zu Position 8, das ist Position 8, Uwe Birk und Manuel Eckert, die beiden hier unterwegs. Sie sehen es, dreimal Sechste geworden in dieser Saison und immer in den Top 10, also auch das eine respektable Leistung. Jetzt schauen wir uns die Startaufstellung nochmal in der Übersicht an, haben also ganz, ganz vorne Pekka Päivärinta und Adolf Henny vor, Kurt Hock und Enrico Becker, dann Zimmermann Ziegler auf Position 3, auf der 4 Grabmüller Kölsch, auf 5 Rutz Wefler, auf der 6 Kretzer Lehnerts, auf der 7 Stefan Kieser und Sandro Micheletto und auf der 8. Position Uwe Birk und Manuel Eckert. Insgesamt 15 Runden sind hier festgeschrieben bei diesem Seitenwagenrennen, bei diesem letzten Seitenwagenrennen der Saison 2011, und es geht wie gesagt noch um die Meisterschaft. Pekka Päivärinta und Adolf Henny, die haben im Moment mal 15 Punkte Vorsprung auf Kurt Hock und Enrico Becker. Das heißt, eigentlich müssen sie ausfallen und Kurt Hock und Enrico Becker mindestens mal Dritte werden, damit das noch funktioniert. So, aber wie das Ganze hier ausging, das sehen wir jetzt gleich. Erste Runde, Kurt Hock und Enrico Becker vorne vor Zimmermann Ziegler, dann Päivärinta, dann haben wir Uwe Gürk und dahinter das Duell zwischen Kieser und Grabmüller. Kieser bleibt erstmal noch vorne, jetzt allerdings die Attacke von Michael Grabmüller und Axel Kölsch, da sind sie vorbei und holen sich also diese Position. Dahinter dann Schröder und Rutz, Kretzer, das ist Sattler. Und dahinter dann Dieter Eilers. Also richtig viele Gespanne hier am Start gewesen. Und zwar waren das hier insgesamt 23. So, zweite Runde, und das könnte schon die Meisterschaftsentscheidung gewesen sein. Denn Kurt Hock und Enrico Becker, hier müssen sie raus ins Kiesbett, über die Wiese. Und damit Pekka Päivärinta die Führung übernommen vor Zimmermann Ziegler. Und auf 3 jetzt Uwe Gürk und Manuel Eckert. Und auf 4 zurückgefallen Kurt Hock mit Enrico Becker. Das ist die Reihenfolge hier, und wie gesagt, es müsste ja schon eine ganze Menge passieren, damit das für Kurt Hock und Enrico Becker doch noch irgendwie klappt. 15 Punkte haben sie Rückstand, Punktgleichheit, die bringt es allerdings auch für die beiden nicht. Also sie haben eigentlich, wenn man so nimmt, 16 Punkte Rückstand, denn bei Punktgleichheit, da wären auf jeden Fall Pekka Päivärinta und Adolf Henny die Meister, denn sie haben deutlich mehr Siege auf dem Konto, und die zeigten hier
diese überragende und dominante Leistung vom Training auch im Rennen. Also in der dritten Runde schon ein deutlicher Vorsprung für die beiden neuen und alten Weltmeister, hatten sich ja beim letzten Lauf der Seitenwagen-WM in Oschersleben den Gesamtsieg dort gesichert und den Titel verteidigt. Aber Uwe Görg, Manuel Eckert müssen sich da schon wehren gegen Kurt Hock und Enrico Becker. Aber natürlich auch eine schöne Erfahrung für Uwe Görg, Manuel Eckert, da mal vor Kurt Hock und Enrico Becker zu fahren. Also das gab es in dieser Saison auch selten, dass mal irgendein Gespann vor Kurt Hock und Enrico Becker beziehungsweise ja, da irgendwie da vorne mit reinfahren konnte. Im Moment also mal Position 3 für die beiden. Und unser Ladies-Team auch wieder mit am Start gewesen. Also Sophia Kirchhofer bei Anna Burkhardt im Boot. Und hier haben wir die Startnummer 43. Und die 43, das ist Heinz Hopfensberger und Heiko Bachmann. Vorne an der Spitze allerdings eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Da änderte sich absolut erstmal nichts. Die beiden ziehen einsam und alleine schon wieder ihre Kreise. Zimmermann-Ziegler auf Position 2. Für die geht es ja, wie gesagt, auch noch um Gesamtrang 3. Und dann hat es doch geklappt, für Hock und auch für Grabmüller vorbeizugehen an Uwe Görg und Manuel Eckert. Dahinter dann Schröder mit Manuel Hirschi und Rutz Wäfler sowie André Kretzer und Jens Lehnertz dort noch direkt in der Verfolgung, also auch noch auf einem Top-10-Rang. Hier haben wir die vier, das sind die beiden Pichlers, nämlich Bernhard und Mario Pichler aus Österreich. Sind sie dort also unterwegs, auch auf einem Punkterang hier unterwegs. Und hier die 49, das wie gesagt Anna Burkhardt und Sophia Kirchhofer. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, warum denn alle in der Startaufstellung nachgerückt sind. Der bisherige Dritte der IDM Sidecar, nämlich Mike Roscher, wäre am Wochenende theoretisch mit Gregory Glüß hier am Start gewesen. Allerdings, die kamen im Training gerade mal 3 Runden weit. Dann hatten sie einen heftigen Abflug und Mike Roscher hat sich dabei die Schulter wohl gebrochen. Das stand am Wochenende noch nicht so richtig fest. Er hat gleich einen Termin am Montag nach dem Rennen beim Arzt und da hieß es, ja, anschauen und wenn es denn irgendwie geht, gleich operieren, wenn es denn sein muss, dann ist das wenigstens weg. Also für die beiden lief das hier alles andere als gut und damit auch, ja, müssen sie fast kampflos im Moment mal ihren dritten Gesamtrang abgeben, denn im Moment wären natürlich Robert Zimmermann und Mike Ziegler dort vorbei, denn die können das hier jetzt relativ entspannt angehen, hatten ja insgesamt nur 8 Punkte Rückstand, also sie müssen theoretisch nur 8 Punkte holen, um auf Punktgleichheit zu kommen. Bei 9 Punkten wären sie dann schon mit einem Punkt davor, vor Mike Roscher. Insgesamt, ich hatte es schon gesagt, 23 Gespanne hier am Start und vorne die Überrundungen, die liefen also jetzt schon. Und wir haben einen Ausfall von Viktor Noss und Ivo Duschon aus der Tschechischen Republik mit der Startnummer 40 auf einem RSR BMW Gespann. Das Ganze in Runde 3. Das ist der einzige Ausfall, den wir bisher hatten. Und hier diese Gruppe, die hat es auch in sich. Stefan Kieser direkt hinter Peter Schröder mit Manuel Hirschi. Und dahinter dann André Kretzer und Jens Lehnertz. Und dann haben wir auch noch Rutz Wäfler dort auf den Positionen. Also das sind die Positionen bis zu Rang 9. Also 6, 7, 8 und 9. Um diese Positionen geht es da und hinten haben wir hier das Gespann mit der 47, Roman Gasche und Sandor Pohl. Die beiden, die wir hier also im Bild haben, aber auch chancenlos und mussten sich da frühzeitig schon den Überrundungen hingeben. Und die beiden hier, die hatten jetzt in letzter Zeit auch einen Marathon hinter sich, waren ja in Hockenheim gewesen, waren in Schleiz bei der IDM dabei gewesen, waren auch auf dem Red Bull Ring dabei gewesen und jetzt wieder in Hockenheim dabei. Also da war man auch mächtig am Rumreisen in letzter Zeit, aber sie haben das gut gemacht in ihrem ersten Jahr, die beiden Damen, Anna Burkhardt und Sophia Kirchhofer. Also immer eine Bereicherung, wenn man auch ein paar Damen hier dabei hat. Das große Problem in der IDM Sidecar ist ganz einfach der Nachwuchs. Also doch schon viele, viele Fahrer und Beifahrer
ein bisschen in die Jahre gekommen und auch die Leistungsunterschiede dann doch relativ groß. Und das macht es eben insgesamt auch nicht ganz so einfach, diesen faszinierenden Sport den Leuten nahezubringen. Und da hoffen wir einfach drauf, dass sich da in der nächsten Saison, in der nächsten Zeit ein bisschen was tut. Also, dass auch die Sidecars wieder die Beachtung finden, die sie absolut verdient haben. Denn sie sehen das hier am Einsatz von Michael Brodlik bei Dieter Eilers im Boot. Das ist Schwerstarbeit, die die beiden im Team hier immer zusammen zu erledigen haben. Die 16, das ist Thilo Wodzka und Enrico Roig. Da geht es auch noch um den Anschluss an den Punkterang. Hinter Bernhard und Mario Pichler im Moment mal unterwegs auf Position 16. Also das war eigentlich immer das, was wir die gesamte Saison über schon gesehen haben. Die Positionen doch relativ frühzeitig eingefahren, dann passierte häufig nicht mehr allzu viel. Diesmal war es ein bisschen anders, Sie sehen das hier. Michael Grabmüller und Axel Kölsch direkt dran und die Attacke gegen Zimmermann Ziegler. Da gab es wohl auch eine kleine Berührung, aber es ging zumindest erstmal alles gut. Und das sind endlich mal Positionskämpfe. Das ist eben genau das, woran es der IDM Sidecar in diesem Jahr ein bisschen gekrankt hatte und gefehlt hatte. Aber diesmal hatten wir hier wirklich ein richtig spannendes Rennen. Immer wieder Positionskämpfe und das war einfach eine feine Sache. Die 35, Josef Sattler und Stefan Trautner. Also so lange hatten wir sie, das muss man ganz ehrlich sagen, in dieser Saison selten in den Rennen dabei. Viele, viele Ausfälle, technische Defekte. Oder auch Dreher, also da ist durchaus noch Steigerungspotenzial für die nächste Saison da, wenn man wieder an den Start gehen sollte. Also das war alles andere als optimal in diesem Jahr. Trotzdem, man muss froh sein über jedes Gespann, was hier an den Start geht. Und wie gesagt, also mit 23 Gespannen sah das hier schon recht ordentlich aus. Da gab es nicht allzu viele Saisonstationen, wo ebenfalls so viele mit dabei waren. Schleiz ja eine Hochburg für die Sidecars, auch am Sachsenring waren ja, viele vertreten, aber ansonsten Salzburg traditionsgemäß noch Seitenwagenland, aber bei manchen anderen Stationen, da hatten wir gerade so 15, 16 Gespanne und das war dann doch schon ein bisschen mickrig. Trotzdem, wie gesagt, toller Sport und hier die 18, Uwe Görg und Manuel Eckert, auch die beiden haben schon versprochen. Im nächsten Jahr geht es noch ein bisschen weiter nach vorne. Man fährt mit dem ältesten Motor bzw. Gespann hier rum. Und fürs nächste Jahr soll da ein bisschen was Neues kommen. Und dann will man ein bisschen vorne angreifen. Auch die große Frage, was machen Pekka Päivärinta und Adolf Henny? Was machen Kurtok und Enrico Becker? Also vielleicht ja die Chance für die Konkurrenz da ein bisschen aufzuschließen bzw. eben nachzurücken. Das werden wir uns dann alles natürlich auch im kommenden Jahr wieder anschauen können. Wir sind in der 10. von insgesamt 15 Runden, also sind im letzten Renndrittel vorne an der Spitze. Das sieht im Moment ganz, ganz klar nach Meisterschaft aus. Müssen wir allerdings auch dazu sagen, das sah es eigentlich hier vor dem Wochenende schon. Denn die beiden, Pekka Päivärinta und Adolf Henny, die waren eigentlich doch durchweg souverän unterwegs in dieser Saison. Bis auf den Sachsenring, da sind sie ja hinter Kurtok und Enrico Becker Zweite geworden. Und in Oschersleben, da wurden sie nachträglich disqualifiziert. Da gab es Unstimmigkeiten am Motor. Und das Ganze sorgte dann eben dafür, dass es doch relativ spannend war in der IDM Sidecar, was die Titelvergabe anging. Also wenn der Abflug von Kurtok und Enrico Becker auf dem Red Bull Ring nicht gewesen wäre, dann hätte das hier durchaus so sein können, dass es nach dem letzten Saisonrennen Punktgleichheit gibt zwischen den beiden Teams. Und dann wären aber auch Pekka Päivärinta und Adolf Henny Meister geworden. Die 10, Olivier Porchat und Priska Porchat aus der Schweiz. Sie hier im Moment außerhalb der Top 10 unterwegs, nämlich auf Position 11. Aber vielleicht geht ja doch noch was in Richtung Top 10 Rang. Für die beiden ging es einfach nur darum, das Ganze hier nach Hause zu bringen. Also wie ein Uhrwerk, das muss man ganz klar sagen in dieser Saison. Und doch schon deutlich überlegen. Also wenn ich an das Rennen auf dem Salzburgring denke, da war absolut kein Kraut gewachsen gegen die beiden und eigentlich auch hier am Wochenende nicht. Jetzt im Moment mal auf Position 3 hier Michael Grabmüller und Axel Kölsch mit dem Kawasaki-Gespann, die ja auch
sich ein bisschen auf ein Abenteuer eingelassen haben mit Kawasaki. Ein mit Kawasaki befeuertes Gespann, das hatten wir ja auch lange, lange Zeit nicht. BMW-Gespann mit Mike Roscher, auch er da ein bisschen die Ausnahme. Aber dass das funktioniert, das haben beide Gespannteams in diesem Jahr gezeigt. Und wenn das Pech von Michael Grabmüller und Axel Kölsch nicht so groß gewesen wäre mit den technischen Defekten Salzburgring oder auch Schleiz, dann wäre da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und bei Mike Roscher mit dem BMW-Gespann, wie gesagt, bisher mal Rang 3, aber den werden sie hier im letzten Saisonrennen noch verlieren, weil sie eben nicht mitfahren konnten. Aber das hat gut funktioniert und auch auf Seiten von Ducati plant man ja, tüftelt man ja an einem Gespannmotor bzw. an einem kompletten Gespann. Also da werden wir mal sehen, ob das Ganze dann vielleicht auch schon im nächsten Jahr an den Start gehen wird, beziehungsweise wann das dann eben so weit sein wird, ob es dazu kommt. Also alles mit vielen, vielen Fragezeichen behaftet in der IDM Sidecar. Trotzdem, die gehören einfach zur IDM dazu und dass sie ihre Fans haben, das haben wir eigentlich an den Traditionsstrecken in Sachen Seitenwagensport in dieser Saison gesehen. Hinten diese Gruppe mit Kieser, Rutz, davor Schröder und auch André Kretzer, der dort noch in Reichweite mit Jens Lehnertz. Hier haben wir die beiden mal im Bild. Adrian Kretzer, der eigentlich etatmäßige Beifahrer von André Kretzer, hatte sich ja verletzt gehabt bei der Seitenwagen-WM in Schleiz und dann auch nochmal am Sachsenring zum IDM-Lauf im Warm-up und dadurch dann 4 Rennen Pause für das Gespannteam. Und jetzt hier zum Saisonabschluss hat man es dann doch nochmal geschafft, an den Start zu gehen. Allerdings, wie gesagt, in anderer Besetzung. Die letzten 2 Runden stehen gleich an für Pekka Päivärinta und Adolf Heni. Da vorne, da brennt nichts mehr an. Also sei denn, die versenken den Seitenwagen nochmal irgendwo oder es geht was kaputt. Aber ansonsten dürfte hier nichts passieren. Wenn das allerdings passiert, dann würde es reichen für Kurt Hock und Enrico Becker, doch noch den Meistertitel zu holen. Dann mit 10 Punkten Vorsprung, denn sie sind auf Position 2 im Moment unterwegs, würden dann ja auf 1 vorrutschen, aber das sind so viele Wenn und Aber, also da darf man sich nicht drauf verlassen und bisher gab es ja wenig Probleme in dieser Saison für das finnisch-schweizerische Gespann mit der 44 für Päivärinta Heni. Die 5, Peter Schröder und Manuel Hirschi, Gaststarter, also insgesamt hatten wir ja generell viele Gaststarter hier. Peter Schröder, Manuel Hirschi, wie gesagt. Dann hatten wir Kees Kentrup und Gerard Dahlhuisen mit der 95 als Gaststarter. Das sind schon mal 2. Andreas Nussbaum, Tobias Ewischer mit der 34. Das sind 3. Sophia Kirchhofer, Anna Burkhardt sind 4. Philip Croft und Arjen Portik aus Großbritannien mit der 20. Das ist das 5. Gaststartergespann. Und dann haben wir noch Dieter S., Kerstin Lohleit, Roman Gasche und Sandro Pohl und Heinz Hopfensberger und Heiko Bachmann sowie Victor Noss und Ivo Duchon. Also daran sehen Sie schon, wenn die Gaststarter nicht dabei sind, dann ist das Feld der IDM Sidecar doch relativ dünn und relativ rar gesät. Und wie gesagt, die Zeitunterschiede doch relativ groß, wenn wir hier zum Beispiel aufs Training schauen, 2,196 Sekunden zwischen dem ersten und zweiten. Das ist eben das ganz, ganz große Problem, was diese Serie einfach hat. Wenn das alles enger wäre, so wie diese Vierergruppe hier, wenn das dann durchgängig durchs Feld so wäre, dann wäre das sicherlich auch noch ein bisschen interessanter für die Zuschauer. Und so freuen sich dann eigentlich nur die, die sowieso was mit den Seitenwagen zu tun haben, beziehungsweise viel für diesen Sport übrig haben. Wir freuen uns auch zusammen mit Pekka Päivärinta und Adolf Heni, denn die sind hier auf den letzten Metern, holen sich nach dem WM-Titel 2010, 2011 jetzt auch noch den Meistertitel in der IDM 2011. Also 3 Titel in den letzten 2 Jahren, das gebührt absoluten Respekt und das gehört natürlich auch Glückwunsch gesagt. Und die beiden hier, Kurt Hock und Enrico Becker, die holen sich den Vizetitel, denn auch bei denen brennt hier nichts mehr an. Und der Vizetitel, der war ja eigentlich schon fast sicher. Roscher hätte ja gewinnen müssen, aber der ist ja nicht mal mitgefahren. Damit da noch was passiert und dann wären es auch die besseren Positionen gewesen. Also der Vizetitel ist klar gemacht und dahinter fahren
auf Position 3 in der Gesamtwertung Robert Zimmermann und Mike Ziegler, die hier in diesem Rennen Vierte werden, hinter Michael Grabmüller und Axel Kölsch. Und dahinter war es dann also nochmal spannend, was die Positionen 5, 6, 7, 8 und 9 anging. Auf 5 werden Uwe Gürk, Manuel Eckhardt ins Ziel kommen. Und hier haben wir die frisch gebackenen Meister, Pekka Päivärinta und Adolf Henny. Und jetzt schauen Sie mal an, was denn der Pekka Päivärinta alles mit einem Seitenwagen veranstalten kann, hier vor den Fans in der Sachskurve. Und da wird es gleich das Bild geben, was wir in den letzten Jahren schon immer gesehen haben. Also, da gab es ja 2008 diesen tödlichen Unfall. Leider hier in der Sachskurve in Sachen Seitenwagensport. Achtung, jetzt kommt's. Eine Pirouette gedreht. Also noch ein bisschen Show für die Fans. Ja, und seitdem stellen sich ja die Seitenwagenteams hier nochmal auf in der Sachskurve. Das Endergebnis, die ersten 15 nochmal im Bild. Uwe Gürk, Manuel Eckhardt auf der 5, hatten wir gesagt. Ruth Zwefler auf 6, Schröder Hirschi auf 7, Kisa Micheletto auf der 8, Kretzer Lehnertz 9, Sattler, Trautner, dann Purchard, Kentrop, Eilers, Pichler und Nussbaum, Ebischer auf 15. In der Gesamtwertung sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Pekka Päivärinta und Adolf Henny also mit dem Titelgewinn 2011 vor Kurt Hock und Enrico Becker, Zimmermann, Ziegler. Die holen sich Gesamtrang 3, Roscher auf 4, Grabmüller von 6 auf 5 noch hochgesprungen, Gürk Eckert werden starke Sechste. Dann hat dann 3 Schweizer Gespanne. Rudita Eilers, für den es ja wohl das letzte Rennen war in der IDM Sidecar, am Ende mal auf Position 10 in der Endabrechnung. Und jetzt schauen wir uns dieses Bild nochmal an. Also das ist eben das, was ich gerade schon angesprochen hatte. Da gibt es also nochmal das Gesamtbild. Alle Sidecar-Teams, die hier am Start waren und die Ziellinie überquert haben, stellen sich da nochmal auf. Wie gesagt, in Gedenken an diesen tödlichen Unfall 2008. Wurden mit viel, viel Beifall und Applaus der Fans hier gewürdigt. Und wir sind froh, dass wir die Sidecars haben. Und freuen uns natürlich dann auch auf die nächste Saison. Wie gesagt, in welcher Form, wer noch alles dabei ist, das werden wir dann natürlich pünktlich zum Saisonauftakt 2012 dann sehen. Jetzt werden wir uns alle Teams nochmal ein bisschen anschauen. Wir lassen sie nochmal durchs Bild fahren gleich. Und dann schauen wir uns noch die Siegerehrung an. Tja, und dann war's das in diesem Jahr mit der IDM Sidecar. Und dann war es das auch mit der IDM in diesem Jahr. Wie gesagt, ein Abschlussvideo gibt es noch. Aber ansonsten hat das schon eine Menge Spaß gemacht, hier alles anzuschauen. Hier haben wir die Meister. Hier haben wir Adolf Henny, der diesmal fahren darf. Und Pekka Päivärinta. Die Vizemeister Kurt Hock und Enrico Becker. Dann haben wir hier Jakob Rutz und Uli Wefler. Mario Pichler und Bernhard Pichler, die beiden hier unterwegs. Und wir haben auch Zimmermann Ziegler mit der 13 hier im Bild gehabt und vorher Heinz Hopfensperger und Heiko Bachmann. Michael Grabmüller, Axel Kölsch, Olivier und Priska Purchard, Uwe Gürk und Manuel Eckhardt hier mit der 18. Und dahinter dann das Gespann von Josef Sattler und Stefan Trautner, André Kretzer und Jens Lehnertz, die beiden hier, Stefan Kieser, Sandro Micheletto, Philipp Croft, Arjen Portik, die 95 haben wir hier im Bild. Lobotzka, Enrico Roig, beiden Brüchers hier nochmal im Bild, Christian und Frederik Brüchet und unsere beiden Damen Anna Burkhardt und Sophia Kirchhofer und hier Dieter Eilers und Michael Brudlik, die beiden ihre letzte Einfahrt in die Boxengasse. Und wir begrüßen hier auf dem Podest auf Platz Nummer 3 vom Polizeisportverein Lelsburg aus Österreich. Michael Grabmüller und aus Neunkirchen den Axel Kölsch.
amtierten Weltmeister und Deutschmeister Pekka Pevelinta aus Finnland und Adolf Henny aus der Schweiz. Nationale. Macht nichts.